Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen in der Sommer-Videoserie und ich habe schon wieder ein Sommerthema im Kopf, eine sommerliche Vase. Aber was ich da ganz genau vorhabe, das zeige ich euch nach der Intro, weil es gibt eine schöne sommerliche Vase und auch mal ein bisschen anders dekoriert und auch mit dem Thema Upcycling. Also, naja, so ältere Vasen haben ja viele im Schrank. Dazu habe ich eine ganz tolle Idee. Bleibt mal dran. Guten Morgen, ihr Lieben. So, bevor es mit dem Video losgeht, zeige ich euch mal so ein paar Kleinigkeiten. Wir sind in der letzten Woche vor unserem Urlaub. Wir machen mal eine kleine Pause und wir haben hier eine schöne Hochzeit zu bestücken und die Braut, die wollte gerne Anemonen, weiße Anemonen auch drin und die gibt es natürlich jetzt nicht im Juli und dann habe ich diese schönen kleinen, man sieht an meiner Hand, wie mini die sind, diese Mini Garmini, ja, die sind wirklich nur so, naja, 4-5 cm und die haben wir mit diesem schönen schwarzen Auge hier reingemacht in die Gestecke anstatt Anemonen. Und dann haben wir natürlich auch noch hier unsere, ja, einen Blumengruß, einen schönen rote Rosen. Dann gibt es noch einen Abonnenten, der bekommt jetzt Orchideen. Die haben wir mit schönen Magnolienzweigen dekoriert. Das Gefäß ist leider in einem Eimer verschwunden aktuell, weil ich muss das irgendwie transportieren. Und das Schönste natürlich an der Hochzeit ist ja wie so oft zum einen der Schmuck für den Bräutigam. Den haben wir hier in ein feuchtes Vakuum gepackt. Das ist der Anstecker. Und das mit diesem, mit dieser kleinen Piccolo Garmini richtig süß gemacht. Und dann haben wir natürlich auch noch zu guter Letzt den Brautstrauß. Ach, und der ist so schön mit diesem, ja, mit diesem Höhenprofil, dass er so ein bisschen erhaben ist, ja, und nicht so flach. Und was immer wunderschön ist, und ich sage immer, es ist ein ganz toller Pfingstrosenersatz, das sind die Nelken hier drin, ja, die sind so schön fluffig. Und die Braut wollte dieses Terrakottafarbene. Ja, bei dem nächsten Kunden muss ich jetzt noch was düngen, gießen. Und weil wir eben nicht immer da sind in den nächsten, ja, in den nächsten Wochen, ich läute sozusagen eine kleine Sommerpause ein, haben wir eine Orchidee in einem schönen Steingefäß gepflanzt, haben es mit ein bisschen Tillandsie dekoriert und haben hier einen Ripsalis. Ja, das ist so eine wunderschöne Pflanze, die sich so ergießt. Die haben wir da schön dekoriert, damit Flower Style auch mal eine kleine Auszeit nehmen kann. Und das ist jetzt eigentlich die Erklärung, warum ich auch nicht jede Woche ein Video jetzt dann mache. Jetzt habe ich erstmal, Entschuldigung, jetzt habe ich erstmal so eine kleine Sendepause. Und aber vor der Sendepause geht es gleich weiter in das Video des heutigen Tages. Und da wünsche ich euch ganz viel Freude damit. Und ich muss mal gucken, wann wir weitermachen, weil nach dem Urlaub gibt es wieder unglaublich viele Hochzeiten. Wir haben echt zu tun. Ja, und jetzt muss ich erstmal meine Abonnenten beliefern, weil, wie man hier sieht, wir sind hier so wunderschön in Kronberg im Taunus und ich darf wieder liefern in diesem schönen Park, darf ich wieder meine Abonnenten beglücken. Und man sieht, wie toll das hier ist, wie herrschaftlich die Häuser. Also es ist eine ganz tolle Umgebung. Ich bin glücklich, dass ich hier liefern und arbeiten darf. In diesem Sinne, und ich zeige euch gleich noch mal ein paar Bilder im Anschluss auch von aktuellen Werkstücken, was wir so ausgeliefert haben an Gestecken. Das kommt jetzt gleich noch im Video erstmal. Aber bevor ich zu dem Upcycling der Vase und den Sommerblumen übergehe, muss ich euch doch nochmal vom letzten Video zeigen. Da hatten wir einen richtig schönen Strauß mit Eremurus, Steppenkerze. Sorry, quietscht ein bisschen beim Drehen. Und mit diesem Eremurus habe ich euch einen ganz tollen Sommerstrauß gezeigt. Das ist also wirklich was Besonderes. Und da ich es jetzt auch noch so schön nebeneinander habe, da haben wir auch für unsere Abonnenten
Gestecke gemacht mit dem Eremurus, ja, mit sommerlichen Mondkugeln und hier auch in diesem großen, in diesem hohen schwarzen Gefäß so schön gesteckt. Also Wahnsinn, ja. Die sind so hoch, die muss man fast zum Transport in den Beifahrerfußraum stellen, wenn man nur einen PKW hat. Aber da geht's. Das ist nämlich immer der höchste Platz im Auto. Und da stelle ich den Kunden immer. Die arbeiten, die packe ich den Kunden immer gut ins Auto, dass sie auch schön ankommen und die Freude auf jeden Fall erhalten bleibt. Ja, also den Video-Link mache ich euch nochmal oben dazu rein. Und wenn ihr das ganze Video guckt, dann ist immer im Abspann, kommt nochmal, also da kommt das Video im Abspann. Und wenn ihr dann da drauf klickt, dann kommt ihr zum Eremurus-Video. Wenn ihr das nochmal gucken wollt. Also es lohnt sich doch immer bis zum Schluss zu gucken und am Schluss zeige ich immer so ein paar schöne Themen, die zum letzten Video passen und es lohnt sich dran zu bleiben. Auf jeden Fall. Aber jetzt gehen wir mal zu unserer Vase. Ja, also ich habe hier so eine Vase, die hat jetzt schon so, ja, so ein bisschen Schleier, die ist viel benutzt, die hat mal die Ecken angeschlagen. Aber es wäre ja doch schön, wenn man aus der nochmal was Hübsches machen könnte, so mit Sommerblumen. Und dazu habe ich eigentlich eine tolle Idee, weil ich glaube, so Sachen hat ja jeder im Schrank. Und Upcycling ist echt total im Trend und finde ich macht auch super Sinn. Und ich möchte euch zeigen, wie man diese Vase einfach wunderschön dekoriert, indem man sie mit Papierrosen dekoriert. Und der große Bruder meiner Idee, den zeige ich jetzt so hinter mir. Und das sind also diese ganzen Papierrosen. Und ich dachte, wir nehmen heute mal eine kleine Vase, weil das ist auch, das ist so eine, ja, das ist schon echt wie eine Raumdeko, ja. Oder wenn man das auf einer Säule hat, ein paar tolle Äste rein, ist sowas natürlich der absolute Knaller. Aber so in klein, diese Deko, die zeige ich euch jetzt an dieser kleinen Vase. In groß, das dauert viel zu lang. So, also man muss ein schönes Papier nehmen. Farbe könnt ihr natürlich frei wählen. Ich habe hier jetzt ein grünes, Moment, das muss ich erstmal aufschneiden, ein grünes Pergaminpapier habe ich jetzt gewählt zum Beispiel. Das war mein Gedanke und schneide das jetzt, ich schneide mit Streifen. Der Anfang, da ist ein Tesar dran, den wollte ich jetzt so nicht lassen. Am einfachsten lässt sich das natürlich schneiden, wenn man einen Papierabroller hat. So, der erste Streifen, der kommt mal weg. Und dieses Pergaminpapier. Das hat so einen, ja, das hat so einen schönen Schimmer und ich denke, man muss es auch gar nicht über die ganze Breite machen. Man kann einfach auch nur so einen Streifen und das ist wahrscheinlich schon so ein Hingucker. Ich mache es jetzt mal mit den Streifen, habe ich beschlossen. Wie viel ihr von der Vase abdecken wollt, das könnt ihr ja dann individuell entscheiden. Aber ich zeige ja oft nur so Teilstücke. In einem Video, da habe ich eine Vase mit Knöterich verkleidet. Da mache ich euch nochmal das Videobild rein und auch den Videolink. Da habe ich auch nicht die ganze Vase verkleidet, aber so die Idee dazu und der Grundgedanke, der kam dann natürlich rüber. Und ihr habt ja auch viel mehr Zeit zu Hause, wenn ihr das nachmacht, als ich im Video. Und deswegen mache ich oft wirklich nur so ein Teilstück. Ich nehme jetzt also Pergaminpapier, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie gewachst, hat es die Anmutung. Und dieses Papier, erstmal eine kurze Anprobe, das möchte ich also auf diese Vase machen. Warum Papier auf die Vase? Das ist eigentlich relativ einfach beantwortet, weil ich kann auf einer Vase nicht kleben. Ja, und um kleben zu können, brauche ich dieses, brauche ich also den Sprühkleber. Kleine Sicherung, dass mein Tisch nicht voller Kleber ist. Ich hole einfach nochmal ein Bogen Zeitungspapier. Ich glaube, das macht Sinn. So, und warum ich auf der Vase kleben will, das ist ja auch der Hintergrund, dass ich ja die Rosen dann da drauf kleben will. So, das heißt, ich nehme jetzt einfach diese Vase, besprühe die mit Sprühkleber. Sprühkleber, wo bekommt ihr das her? Bei Touristik24. Ganz einfach. So. Und ich könnte auch Heißkleber nehmen, aber mit Sprühkleber geht es doch
deutlich einfacher. Und das Schöne ist auch, wenn ihr irgendwann sagt, so, grün gefällt mir jetzt nicht mehr so, das lässt sich auch alles wieder abwaschen. Ja, also ganz, geht ganz problemlos ab und kann dann einfach nur eine temporäre Verkleidung von deiner Vase darstellen. So, also das war jetzt mal die Teilverkleidung meiner Vase. Ich muss mal ganz kurz meine Finger vom Sprühkleber abwaschen. So, und jetzt geht es eigentlich schon an dieses Thema der Rosen. Und jetzt nehme ich dazu, also ich brauche auf jeden Fall Sprühkleber. Das mache ich euch nochmal rein, wie der aussieht. Und auch mal den Artikel nochmal. Den könnt ihr also bestellen. Floristik24 in 15 Ländern. Meine Videos werden ja in sehr, sehr, sehr vielen Ländern geguckt. Also ich bekomme auch Kommentare aus Australien oder Argentinien, so finde ich immer total, total klasse. Ich nehme, muss gestehen, ich habe das selber jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Deswegen hatte ich gerade überlegt, wie ich nehme. Also ich nehme einen Streifen Papier, mit dem teste ich das Ganze jetzt erstmal kurz. So, lege das Papier hier zusammen, also nehme das so doppelt. Also, und dann, also der Streifen muss schmäler sein, das merke ich schon. Das ist ja mal ganz gut, wenn das so nicht auf Anhieb alles nicht so sensationell ist. Ich nehme dieses Papier und raffe das in meinen Fingern und drehe das so zu einer Rose. Ja, und je weiter ich, das heißt also diese, jede Runde, ja, ist im Grunde genommen stellt, jede Umrundung stellt so quasi indirekt die Blütenblätter dar. Und wenn man das jetzt so, ja, wenn man das jetzt so gedreht hat, dann sieht man, das kommt jetzt also fast diesen Rosen hier nahe. Ich habe das jetzt hier in der Hand, diesen Stumpen. Eigentlich hatte ich ja auch einen Tacker hergelegt. Ja, hier ist er, genau, der versteckt sich hier dahinter. So, nehm mein Papier, schneide das ziemlich kurz ab und tacker das. So, und habe jetzt also meine Papierrose. Ja, also ich denke, die Streifenbreite, wenn ich das jetzt nochmal so abmesse, eine Hand lang. Ja, ungefähr, was sind das, 15 cm? Also lieber ein Ticken zu breit. Das ist natürlich besser als zu kurz, weil dann kann man das Papier auch noch besser in den Händen behalten. So, ja, genau, nochmal so die Anleitung, so zum Mitdenken. Der Streifen Papier, den halbieren, also so einschlagen. So, halbieren. Und dann nimmt man dieses Papier und dreht in der Hand, denkt am Anfang, da kommt irgendwie gar nichts raus, braucht auch ein bisschen Fingerfertigkeit, dass es auch eine schöne Rose wird. Und je größer man die Rose gerne hätte, umso länger macht man den Papierstreifen. Klar, also das ist ja dann so die Fortführung dessen. Und diese Rosen, also ich habe die schon in allen möglichen Farben auch gemacht. Einmal zum Beispiel, da wollte eine Dame auf der Bühne, die wollte solche Blüten, ja, und dann, die hatten wir nicht, die gab es nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist kein Problem, müssen die echt sein? Und dann sagt sie, nö, nicht unbedingt. Okay, und dann haben wir richtig tolle Zweige genommen und haben dann diese Papierrosen in Weiß und Rot für die Bühne gemacht. Ja, und das war eine ganz irre Bühnendeko. Das waren eigentlich gar keine Frischblumen. Das ist echt interessant. Oder man kann auch Gräser dann dazu machen. Also jede beliebige Mischung von Kunst. Ja, oder ist ja jetzt auch kein frisches Produkt. Das lässt sich also sehr schön umgestalten. Kleiner Tipp auch zum Thema haltbare Blumen, die stauben natürlich irgendwann ein. Ja? Auch Seidenblumen,
oder auch diese Rosen, die kann man natürlich nicht absaugen. Zum Reinigen ist es am besten, man nimmt einen Föhn und föhnt diese, ja, föhnt den Staub weg und kann dadurch damit, kann sie damit wieder abstauben und schön sauber machen. Die Mitte, die muss man hier, ich schnutzel die nochmal so ein bisschen zusammen, dass es eine schöne Mitte gibt. Wie bei jeder Rose. Die hat jetzt zum Beispiel, da ist es sehr schön gelungen. Ne? Also jedes sieht dann doch anders aus. Aber es ist fast wie in der Natur. Da sehen sie auch alle anders aus. So, und jetzt habe ich hier mal meine drei Rosen gemacht. So, ich schneide die wieder ab. Ich glaube, das ist jetzt so als Anschauungsbeispiel. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist jetzt schön fest tackern. Und genau, mein Heißkleber ist an. Und jetzt nehme ich Heißkleber und klebe mit Heißkleber. Erstmal testen, wie man es festkleben will. Ja, und dann hier entweder, wenn man ganz viele aneinander macht, also wie hier, da habe ich es auf diese Kante hier geklebt. Ja, ich mache jetzt hier aber nur drei Stück fest und die würde ich tatsächlich jetzt hier eine in die Mitte und eine auf die andere Seite. Das heißt, ich mache den Heißkleber hier jetzt auf die Seite. So. Und drücke das an. Immer schön aufpassen, dass man nicht die eigenen Finger anbrennt. Ein bisschen festhalten. Der Heißkleber muss ja auch immer erstmal kalt werden. Gibt einen kleinen Trick mit Heißkleber, dass der schneller abkühlt. Der kleine Trick ist eigentlich, dass man den drauf macht auf die. Das schneide ich jetzt noch mal ein bisschen kürzer. Dann ist es dichter an der Vase. So. Genau, kleiner Trick mit Heißkleber. Man macht den Heißkleber hier drauf. Und dann kann man ein bisschen pusten. Und dann hält der schneller. Und jetzt muss ich natürlich festhalten, ja klar, weil sonst fällt die runter. Oder ich lege das jetzt einfach mal hin. So, lass die nicht rollen. Und kann währenddessen mich mit meiner letzten Blüte beschäftigen, die ich dann auch hier so seitlich aufkleben würde. Da klebe ich jetzt auch auf die Kante und hier seitlich. Und also immer lang genug festhalten, weil die fallen sonst runter. Und das ist ärgerlich. Ja, und also tatsächlich kleben auf Glas direkt hält nicht gut. Ja, es hält zwar kurzfristig, man kann das machen, aber das hält nicht gut und es fällt auch relativ schnell ab. Dieses Papier auf Papier hält super und das Zaubermittel ist der Sprühkleber. So, nicht zu fest natürlich drücken, sonst drücke ich meine Rosen kaputt. Das will ich ja nicht. Die müssten jetzt eigentlich auch schon halten. Ja, man kann sich jetzt vorstellen, wenn ich das rundum mache, diese Rosen, dann sieht es natürlich ganz toll aus und jeder guckt eigentlich die Rosen an und ich kann natürlich auch die ganze Vase und man sieht auch, wie das aufträgt. Ja, also wenn ich jetzt wirklich diese Vase mit den Rosen rundum beklebe, sieht man, dann ist die plötzlich so breit, ja, viel, viel breiter als am Anfang. Und das ist dann ist da eine unglaublich tolle Vase, die dann daraus entsteht. Und schön ist auch dieses Pergaminpapier. Das gibt es auch in Gelb, das gibt es in Rot, in Weiß, in Grün. Ich hab die Farben alle da. Ich mache solche Sachen ganz gern. Und ich habe dann auch verschiedentlich schon für Kunden da was gemacht. So, jetzt fülle ich natürlich noch Wasser ein. Weil ohne Wasser geht es gar nicht. Und mein Gedanke ist, dass ich in die Vase einfach nur Sonnenblumen, ja, ein paar Sonnenblumen, ein bisschen Frauenmantel, ein paar Gräser, so gar nicht wirklich ganz, ganz schlicht
Die sind jetzt alle so knospig. Fürs Video hätte ich eigentlich normalerweise gern aufgeblühte Sonnenblumen. Aber ich muss euch gestehen, dass alle Sonnenblumen, die wir hatten, die waren alle verkauft. Und es gibt jetzt heute einfach mal knospige Sonnenblumen. Manchmal ist es so, dass man das, was da ist, auch nimmt. So, ich würde die Sonnenblumen jetzt, wenn ich mir selber dekoriere, würde ich sie einen Tick kürzer schneiden. Kann noch ein bisschen, ja, man sieht die Klappen nach außen. Kann noch ein bisschen Alchemilla dazu machen. Was natürlich ganz toll ist, sind Wuschigräser. Die heißen tatsächlich Wuschigräser. Das ist, um den richtigen Fachbegriff zu nehmen, die heißen Panicum Fontaine. Jetzt mal ein paar suchen, ein paar schöne. So, also das ist, sind jetzt diese schönen Gräser. Also ich kaufe die tatsächlich unter dem Begriff Wuschigras. Klingt lustig, aber ist so. So, jetzt muss ich die Blumen auch mal ein bisschen zu euch gucken lassen und nicht zu mir, weil es geht ja schließlich um euch und nicht um mich. Ihr seid ja hier, die spielt die Hauptrolle. Ja, und durch diese lustige Füllung, ja, wobei man kann auch durchaus auch Rosen, aber ich wollte jetzt einfach beim Sommerthema bleiben, durch diese lustige Füllung und durch diese schönen Rosen, die man auch, wie gesagt, auch, man könnte auch in verschiedenen Farben, verschiedene Reihen, weiß-grün, ja, oder auch mit Gelb ein Wechselspiel machen. Ja, durch diese Rosen ist das dann, gibt es dann nicht nur die Blumen schön, sondern ist auch die Vase was ganz Besonderes geworden. Ja, und wer dann besonders fleißig ist, der kann sich dann auch, der kann dann auch seine große Vase zu Hause zu so einem Rosen, Pergamin-Rosen-Objekt machen. Aber das sind viele Stunden. Das kostet richtig Zeit. Aber ihr könnt ja mal gucken, ob ihr da Zeit und Muße habt. Und so, das wäre natürlich auch total schön, da wenn man eine richtig schöne Hortensie im Topf, ja, eine tolle Topfpflanze hier draufsetzt, ja. Also da sind der Ideen, sind keine Grenzen gesetzt. Und ja, das Basismittel ist eigentlich tatsächlich wirklich nur Papier. Ich bin eigentlich schon wieder am Ende von meinem Video. Das ist jetzt die heutige Videoidee. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, wie immer. Auf eure Meinung, ob das was für euch wäre, eure Vasen nochmal so aufzupeppen. Ja, freue mich total auf alle Ideen und auch Anregungen. Habe ich auch in den letzten Videos gezeigt. Anregungen von euch nehme ich natürlich gerne auf. Ich glaube, es wurde mal ein Gesteck gewünscht. Ja, das kann ich auch mal zeigen. So ein schönes sommerliches Gesteck. Auch eine schöne Idee. Aber weitere Ideen werden gerne angenommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Und freue mich auch aufs nächste Mal mit euch und sage danke und bis bald. Tschüss von eurer Margit.